Ja. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ayoko. Hi. Da haben wir. Oh, sie heißt Hi, okay. Du musst deinen Namen sagen. Ich bin Marisa. Und da haben wir. Takeru. Und wir sind jetzt auf Weg zum Japan-Tag nach Düsseldorf. Achso, das hier ist übrigens meine Welt. Nach diesem Intro-Patzer sind wir jetzt auf dem Weg zum Japan-Tag. Die beiden haben mich gerade von der Arbeit abgeholt. Mach das fette Kind platt, das gibt Punkte. Oh mein Gott. Nein, Leute, Spaß. Das Navi sabbelt immer dazwischen. Naja, auf jeden Fall haben mich die beiden von der Arbeit abgeholt und wollten mich verdursten lassen, beziehungsweise er. Sie ist ja noch lieb, aber er. Sasuke. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg mit guter Laune. Ja! Oh, so wie es meine Stimme mitmacht. Diesmal ist er heiser und nicht ich. Und das davor. Navi! Okay, mal schauen, wie lang dieser Vlog heute wird und wie qualitativ hochwertig. Denn wie ihr gemerkt habt, ist in der letzten Zeit meine Videoqualität gesunken. Das tut mir auch voll leid. Das liegt nicht daran, dass ich keinen Bock am Video machen habe, sondern einfach daran, dass ich krank war und meine Kamera zwischendurch mal vergessen hatte. Nach 400 Metern links abbiegen vor dem Badoviger Tore. Navi liebt mich sehr. Ich merke schon, wir können hier nicht vloggen. Auf der Autobahn ist es besser. Genau. Mal schauen, wie lang das Video heute wird. Eigentlich ist es nur ein Anreisevlog. Es ist noch nicht das Video zum Japan-Tag. Für die Leute, die sich wieder beschweren wollen, tut das ruhig. Und alle anderen viel Spaß bei dem Video. Tschüss. Ciao. Und unser erster Stau, Leute, der jetzt sich wieder auflöst. Wieder auflöst zum Glück. Wuhu! Ab in den nächsten. Ja. Denn wir haben nochmal Stau, leider. Aber das geht irgendwie nicht zu verhindern, denn wir haben überall gefühlt Stau. Und ja, aber es geht eigentlich ganz gut voran. Wir sind jetzt eine knappe Stunde unterwegs. Echt? Ja. Wow, eine knappe Stunde. Wow. Und es gab schon spannende Themen hier. Und ich habe wieder Angst vorm Autofahren. Ja, wir müssen so knapp 4 Stunden fahren. Ja. Also 4 Stunden. Schaffen wir aber. Wow, und schon wieder Stau. Guckt euch das an. Da ist ein LKW, man sieht nichts. Ah, da ist Stau. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Was machst du da hinten? Hä? Darf ich nicht lachen? Nein! Oh mein Gott! Verboten! Wir haben auf jeden Fall sehr viel gute Musik gehört schon. Und jetzt geht's weiter. Nee. LKW. Okay, weiter geht's. Erste Pause! Woo. Hey, hey, woo. Hallo! Hi. Ja, wie viel lange sind wir schon unterwegs? Ich glaube. Wir sind jetzt 2 Stunden? Ja, knapp. So lange noch nicht. Nee, aber fast 2 Stunden. Also, wir sind noch. Anderthalb sind wir unterwegs. Relativ am Anfang unserer Reise, aber unser lieber Takeru musste Pause machen. Immerhin fährt der schon 1 Stunde länger und ich weiß nicht, ob man dich sieht. Ja, man sieht mich. Ich sehe nichts. Okay, gut. Ja, also erste Pause und wir haben jetzt Stau! Schon vor lange eigentlich. Der dritte schon, ja, ja genau. Heute ist Tag des Staus, Leute. Ja. Es ist woanders noch schlimmer, also entspannt. Ja. Wir haben den Stau durchlebt. Wir haben es geschafft. Und jetzt sind wir wieder auf voller Fahrt unterwegs. So. Mal gucken, wenn wir da sind. Wir haben leider ein bisschen viel Zeit verloren. Aber wir schaffen das bestimmt noch rechtzeitig. Ich habe die ganze Zeit mega Schiss, dass wir einen Unfall brauchen. Aber wir schaffen das. Yay! Und da ist jemand müde. Ein wenig. Ein wenig. Eine gute Nacht. Hallo Leute, wir haben es fast geschafft. Fast! Wir sind fast da! Wir hatten uns gerade noch Sorgen gemacht. Oh Gott, ich sehe leider nichts. Wir hatten uns gerade noch Sorgen gemacht, dass wir es nicht schaffen, weil eigentlich müssen wir bis 19 Uhr ja da sein. Und das hätten wir nicht geschafft, aber wir haben gerade angerufen. Und wenn es die Zeit ist, dann können wir da ankommen, wann wir wollen. Okay, das würde erklären, warum da steht Anreise 24 Stunden. Ja. Ah, wir sind schlau. Ja. Auf jeden Fall haben wir es auf jeden Fall gleich geschafft. Super deutsch. Also, wir sehen uns dann im Hotel, Leute, ne? Ja. Wir sind in Düsseldorf! Wuhu. Meine Stimme verschwindet irgendwie auch. Wir haben es gerade geschafft und jetzt sind wir in 9 Minuten, sagt das Navi, am Hotel
sind auf jeden Fall echt. Also ich bin müde und hab Hunger. Wie steht's bei Hunger. Euch? Hunger! Hunger! Okay. Seid ihr nicht müde? Ja, du hast auch unterwegs geschlafen. Nicht wirklich. Ja, okay, auf jeden Fall Hunger. Aber erstmal Hotel. Oh mein Gott. Ich weiß, was ich tue. Ja. Glaub ich dir. Nein. Wir sind da! Ich weiß schon mal, welches Mal es ist. Hi. Wir sind da. Endlich. So, Marisa und ich haben beschlossen, wir richten uns jetzt erstmal ein Ja. Und packen unsere Taschen aus. Sonst hast du richtet sicher auch ein. Fertig. Gut. So, jetzt haben wir uns auch eingerichtet. Wobei, sie hat mal die Tasche hingeworfen. Nein, klar, ich habe meinen Umhang. Ja, ja, genau. Stimmt. Ja. Wunderbar. Ja, Leute, wir sind jetzt da, haben uns eingerichtet und werden gleich wahrscheinlich noch etwas essen gehen. Wahrscheinlich, wir gehen noch was essen. Ja. Ich frage mich schon gerade, wie spät ist es eigentlich? 20:08. Geht ja noch. Wir werden bestimmt wieder, also ich werde bestimmt wieder bis mitten in der Nacht schneiden. Egal, wir haben Zeit morgen. Stimmt, wir haben Zeit, Leute, wir haben Zeit. Wir können den ganzen Tag auf dem Japan-Tag rumlaufen, das ist so geil. Genau, aber ihr kennt ja meine Vlogs vom vergangenen Jahr, glaube ich, Nipponcon und Nikon. Was folgt, wenn wir im Hotelzimmer angekommen sind? Richtig, eine Loop-Tour. Und die machen wir jetzt. So, hier seht ihr hässliche gelbe Gardinen. Und hier ist ein wunderschöner Blick nach draußen auf eine S-Bahn-Station. Wundervoll. Wisst ihr, Düsseldorf ist so ekelhaft groß. Und dann damit durch die Stadt fahren, da liegt ein Tequila. Wir haben unsere Betten zusammengeschoben, damit wir kuscheln können. Du hast den gleichen Pedoblick wie ich, Alter. Das ist anstrengend, Leute. Haltet euch von hier fern. Und seine Stimme ist weg. Nicht mehr meine, sondern diesmal seine. Ja, liegt aber an meiner Arbeit von gestern. Ja. Und wie in jedem Hotel hat das Hotel auch was Eigenes, wie diesen wunderschönen Fernsehturm von Düsseldorf. Und woher ich das weiß? Mein Chef hat mir erzählt. Und hier habe ich mich wieder eingerichtet, wie der Nipponcon letztes Jahr in der Nipponcon. Auch in der Nipponcon. Da werde ich nachher meine Videos schneiden. Und ja, und hast du nicht gesehen. Und da sitzt eine Marisa. Hallo. Und hier wird sie einsam und alleine nächtigen. Keine Angst, wenn es gewittert, darf sie zu uns kommen. Habe ich keine Angst. Wenn wir spielen müssen. Wir haben hier einen Spiegel. Hallo. Ja. Aber wir haben hier einen kleinen Fernseher. Das geht so nicht, Leute. Das geht so nicht. Wir hatten viel größeren Fernseher. In Nikon, ne? Das geht so nicht. Das geht so nicht. Nein. Was sagst du? Weil ich das witzig finde. Warum? Das ist die größte Fernseher, das benutzt werden. Ja, ihr guckt nachher bestimmt Fernsehen wieder Anime, so wie du letztes Mal. Stimmt. Ja, was haben wir dann nochmal geguckt? Die von Death Note. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was sonst auch lief, genau. Keine Ahnung. Übrigens darf ich anmerken, dass ihr ein wunderschönes Kleid anhabt. Oh, ich bin mit ihr das heute. Ja. Und hier haben wir das Badezimmer. Ich weiß, es interessiert keine Sau. Das mache ich trotzdem. In einer wunderschönen kleinen Dusche und Spiegel. Und es hat ein Bad noch eine Toilette. Und das war's auch schon. Ich merke das schon, das wird genauso wie letztes Jahr, wo Ventos sich dann am Ende so weggelacht hat. Weißt du das noch, Ventos? Nipponcon. Irgendwas ging am Abend noch mit uns ab. Ich weiß nicht, was los war. Wir haben uns so weggelacht. Ja, gut, dann gehe ich jetzt nochmal aufs Klo und dann reiten wir alle los. Reiten, ja, hast du Pferdewein? Ja! Oh. Jetzt geht's los, Leute, genau wie letztes Jahr. Ich glaube, das ist die Komfortfreude auch. Ich gehe zum Klo einsperren und heulen. Und dann gehen wir einfach ohne dich essen. Ja, ja. Nehmen wir uns den Code mit. Wenn er nicht will, dann passt das. Nein, da bin ich sicher vor euch. Okay. Also wie gesagt, ich gehe pinkeln und dann reiten wir los. Juhu! Juhu!
Immer dieses YouTube-Video. So, wir haben jetzt 20 Minuten gebraucht, um uns was zu essen zu besorgen. Wir mussten tatsächlich 20 Minuten bis zum Hauptbahnhof laufen, ey. Naja, wir haben jetzt Essen und Cola, kein Product Placement. Und du, Arschloch, hast das, was ich nicht essen darf. Weil, Leute, ich bin jetzt Vegetarier. Ja. Falls ihr Fragen habt, dürft ihr gerne fragen. Oha. Was hast du mit Hühnchen, ne? Ja, mit Hühnchen. Schmeckt hoffentlich. Hoffe ich auch. Ja. Dann würde ich mal sagen, die Tatakimas! Hallo Leute, wir sind wieder back zu Hause in unserem Hotelzimmer und ich werde mich jetzt hier hinsetzen und schneiden und ich weiß nicht, was du machst. Ich esse meinen Snickers, der nicht überlebt hat und und mir fällt jetzt gerade was ein, denn wir müssen nachher noch anstoßen. Stimmt. Denn erzähl mal, was du jetzt geschafft hast. Ich habe einen Praktikumsplatz, aber auch einen Ausbildungsplatz. Yay! Woo! Ja, und das müssen wir feiern und anstoßen. Ja, auf jeden Fall. Machen wir. Ja. Boah. Ja. Verträge hat. Einmal Applaus für sie jetzt. Woo! Ja, und da gammelt ein kaputter Sakiro. Lebt sie noch so halb? Ja, die Stimme ist wieder tot. Genau. So, und genau, wir machen uns dann morgen ganz in Ruhe und gechillt auf dem Weg zum Japan-Tag. Wir freuen uns auf jeden Fall auf morgen. Auf jeden Fall. Auch wenn es warm wird. Egal. Wir werden da sein und in unseren Cosplays sterben, wahrscheinlich. Scheiß Motorradfahrer. Aber auf jeden Fall sind wir da. Ich übrigens als Harley Quinn, du als... Ja, jetzt kommt's. Citiri? Citri. Citri. Mein Dämon. Okay, ja. Gut. Und wie immer da hinten das etwas als Sasuke in der normalen Version, wie man unfern seinen unfreundlichen Charakter erkennt. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, bis morgen, ihr Lieben. Wir sehen uns, wenn wir dann alle da sind. Und ja, ciao, ciao. 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 Oh, er kann tschüss sagen. Oh mein Gott. So, nach diesem Intro-Patzer. Danke, Navi. Neuhauser Straße nach Norden Richtung Leipziger Straße starten, dann links abbiegen auf Leipziger Straße. Halt die Schnauze! Ja, und nach diesem... Ich bin gerade verwirrt. Halt die Schnauze! Darf ich jetzt auch mal was sagen? Dankeschön.